Wir hatten eine Sitzung vom Fachausschuss Pastorale Strukturen am 8. Mai und da sind alle Vorschläge und Wünsche auf den Tisch gekommen, wie zukünftig die neuen Seelsorgebereiche ausschauen könnten. Und das Überraschende bei diesem Entwurf des Fachausschusses ist es, dass es zukünftig nach diesem Plan, nach dieser Vorstellung der Mitglieder des Fachausschusses nur noch 35 Seelsorgebereiche geben wird. Zum Vergleich, zurzeit haben wir 95 Seelsorgebereiche. Man kann sich dann auch denken, dass sich dann auch in der Zusammensetzung was geändert hat. Ja, die Durchschnittszahl beträgt dann rund 19.000 Katholiken und die Teamgröße, die einem solchen neuen Seelsorgebereich zugewiesen werden könnte, das wären 6,5 Personen. Der eine ist der, dass die Teams in den Seelsorgebereichen, in den bestehenden, gesagt haben, wenn wir uns jetzt schon mit anderen zusammenschließen müssen, zusammenschließen wollen, dann doch bitte in einer solchen Größenordnung, die auch zukunftsfähig ist, sodass wir nicht in 5 Jahren schon wieder anfangen müssen, vielleicht irgendwo nachzubessern. Und da sind wir auch bei dem zweiten Grund, der zu einer Reduzierung der angezielten Zahl der Seelsorgebereiche führt. Wir haben nämlich festgestellt, wenn man tatsächlich versucht, auf dem Land vor allen Dingen kleinere Seelsorgebereiche zu formieren, 12.000 Katholiken mit 5 Personen im Team, dann stellt sich heraus, dass es nicht ganz einfach ist, dass es dann auch in der Grenzziehung nicht einfach wird, weil man dann nicht weiß, soll man jetzt die eine Ortschaft, die eine Filiale noch mit hinübernehmen oder mit herüber. Und wenn man es dann so formiert hat, kommen dann doch etliche, und das ist das Entscheidende, etliche neuere Seelsorgebereiche heraus, die deutlich wieder von den Kriterien abweichen, dass man also dann wirklich unter 11.000 Katholiken hat oder unter 4,5 Planstellen, Personalplanstellen im Team. Wir haben diese Ergebnisse aus dem Fachausschuss Pastorale Strukturen dann hinausgesandt zu den Projektteams, zu den leitenden Pfarrer und um Rückmeldung gebeten. Und die gehen jetzt auch ein. Wir wissen selbst, dass wir einige Punkte in der Erzdiözese haben oder dass in dem Entwurf einige neue Seelsorgebereiche angedacht sind, die schon eine Herausforderung sind, für die man noch Lösungen suchen muss. Es ist sicherlich nicht einfach, was wir erbeten haben, nämlich dass die Rückmeldung ans Ordinariat bis zum 8. Juni erfolgt mit Alternativvorschlägen zu dem Entwurf, den der Fachausschuss erarbeitet hat. Aber wir wollen dann eben für die Sitzung der Ordinariatskonferenz am 19. Juni sowohl den Entwurf des Fachausschusses Pastorale Strukturen vorlegen können, als auch Alternativvorschläge, die uns von den jetzigen Seelsorgebereichen her eingereicht wurden. Die Seelsorge und die Pastoral auch in Zukunft sicherzustellen. Und so wird es in den nächsten Wochen und Monaten vor allen Dingen darum gehen, sich über die Gestaltung und Entfaltung der Pastoral und der Zusammenarbeit der zukünftigen Teams in den neuen Seelsorgebereichen Gedanken zu machen. Und auch dazu gibt es schon Gruppen und Gremien, die Handreichungen und Unterstützungsmaterialien erarbeiten für diesen Prozess. Für weitere Informationen darf ich Sie gerne wieder verweisen auf die Homepage der Stabsstelle Diözesane Entwicklung www.erzbistum-mitgestalten.de.